Felicitas, hallo. Hallo Sedat. Du hast uns was mitgebracht zum Film Easy Love von Tamer Yandali. Genau, es ist ein Film, der die Generation Y darstellt. Das sind steht die im Presseheft, oder? Das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Ja. Das sind, du hattest es vorhin gesagt, ab welcher Generation sind es die Leute? Ich glaube, also X ist glaube ich so 70er, späte 70er irgendwie, da geht's los, Geburtsdatum, glaube ich, oder ein bisschen früher vielleicht sogar noch. Aber ich bin Jahrgang 78 und ich glaube, ich bin gerade noch so in X drin und die so Anfang 80er, ich glaube, die gehen dann schon Richtung Y. Und dann kommen die Millennials. Und, ja. Also die sind jetzt so zwischen 25 und 40. Und ja, maximal, ja. Und stellen so ihre eigenen Lebensumstände dar. Das sind jetzt wohl nicht immer ganz originale Geschichten, aber sie zeigen das, was sie leben, in Beziehungen, mit Liebe, sofern die überhaupt vorhanden ist, und Sex. Und aus meiner Sicht, ich finde es sehr exhibitionistisch. Also die haben Sex vor der Kamera, die sind im doppelten Sinne nackt, ohne Schutzbedürfnis. Also ja, der Film heißt ja Easy Love. Also es ist klar, worum es geht. Ja. Ich glaube, ja, du hattest ja schon angedeutet, der Regisseur, der hat mit Laien zusammengearbeitet, die ihre eigene Geschichte sozusagen dramatisch darstellen. Mhm. Natürlich dann dramatisiert, ja, weil nicht jedes Leben ist dann gleich für einen Film geeignet. Und es ist ja auch so episodenfilmartig, ja. Es sind so verschiedene Handlungsstränge. Insgesamt sind es, glaube ich, 7 Frauen und Männer und die sind dann, glaube ich, aufgeteilt in so 4 Handlungsstränge, wenn ich das noch richtig weiß. Es gibt ein lesbisches Paar, es gibt einen Polyamoren, der am laufenden Band die Damen wechselt. Genau. Ja, und dann, der dann aber dann die eine findet. Ne? Und die will dann aber wieder nicht. Ja, also die halt Probleme, die man dann halt so hat. Also die Liebe in der Generation, in diesem Land, spielt in Köln. Es könnte aber eigentlich auch Berlin oder was auch immer sein. Es sieht auch sehr aus wie Berlin, finde ich. Aber genau darum geht es, das darzustellen. Dann hat er halt eben diese Leute, mit diesen Leuten halt gesprochen und sich inspirieren lassen von deren Leben und mit denen zusammen, betonen sie jedenfalls, dann eine halb fiktive Handlung noch entwickelt. Und irgendwie ist es ja ganz sympathisch, wenn man sagt, okay, da möchte jetzt jemand so ein ganz realistisches Porträt und unverlogenes Porträt irgendwie einer Generation oder ja, in Bezug auf dieses Thema Liebe schaffen und bringt dann diese Leute zusammen und arbeitet mit denen auch zusammen. Das hört sich irgendwie ganz sympathisch an, aber ich bin derselben Meinung wie du, dass das Resultat nicht unbedingt zu so Jubelarien jetzt Anlass gibt. Ich fand es nicht sympathisch und mir war es wirklich so richtig, richtig unheimlich zumute. Ja, ja, okay. Weil man, ich finde, man hat ja auch so eine Eigenverantwortung, dass man sich nicht Dinge antut, die einem nicht gut tun. Und das war mir manchmal ein bisschen zu angestrengt, hedonistisch und Polyamor und immer zu rumrennen und noch eine ansprechen und die noch beschimpfen, wenn sie nicht will. Also mir war es fast nicht schön. Ja, kann ich verstehen. Also ich sehe das sozusagen ein bisschen aus der filmhistorischen Perspektive noch. Es gibt viele solche Versuche irgendwie mit Laien und dann eben auch das Thema freie Liebe betreffend sowas festzuhalten, was auf der einen Seite halt gestellt ist, war auf der anderen Seite total wahrhaftig und dann vielleicht auch wahrhaftiger ist, als jeder Dokumentarfilm nur sein kann. Ich finde aber gerade hier ist es nicht gelungen. Ja. Ich finde, hier ist es irgendwie jetzt mal unabhängig, ob man jetzt auf Exhibitionismus steht oder nicht. Ich muss mir das jetzt auch nicht irgendwie permanent im Kino geben, dass die Leute permanent Bettszenen miteinander drehen. Unabhängig davon finde ich halt, der arbeitet mit Mitteln von authentischem Kino. Ja, eben halt Laien, eben halt nicht durchgeskriptete Dialoge und auch die Bilder wirken teilweise so, als ob du sie jetzt irgendwie hättest beim nächsten Garten-Rave irgendwie schießen können. So. Aber trotzdem ist es gestellt. Also der Film riecht nur danach, dass er künstlich hergestellt worden ist, mit der Absicht, Authentizität herzustellen und das funktioniert für mich nicht. Also für mich springt es mich die ganze Zeit an, dass es allein die Geschichten, ja, die sind ja nicht so, dass sie irgendwie nur Slices of Life sind, sondern das sind Geschichten mit einem Bogen, ja. Da war also schon Anspruch da zu sagen, wir machen Kurzfilme oder kurze Episoden in einem 90-Minüter, wo eben
dann auch was erzählt wird. Ja? Also zum Beispiel, jetzt haben wir sie eh schon halb gespoilert, der Mann, der irgendwie sich durch alle Betten vögelt, aber dann doch die eine trifft und die eine will aber dann nicht und dann bleibt am Ende total enttäuscht zurück. Ja? Und das ist dann halt die Moral der Geschichte. Mhm. Und ich denke mir, das ist eigentlich da, wo ein Film erst richtig anfangen würde, interessant zu werden, also quasi nach den ersten 30 Minuten oder so, da werden diese Geschichten dann abgebrochen. Und das ist dann die Strategie, die dieser Film vollzieht. Und man kann auch nicht sagen, dass es klischeefrei ist für mich jetzt. Ja? Also ich finde, das ist eine Welt, die ich irgendwie aus Werbung kenne, die sich an junge Leute richtet. Das ist genau die Welt, das ist genau die Ästhetik. Ja? Das ist irgendwie eine auf Authentizität hingedrehte Ästhetik, die aber total fake ist. Ja? So Konsum mit Beziehungen, Sex. Genau. Und das gibt immer, an der nächsten Ecke steht schon wieder jemand Neues. Und, ja? Genau, zum Beispiel. Aber auch irgendwie, die haben ja auch so eine Ennui irgendwie. Also die wissen ja gar nicht so richtig, wie geht es weiter und so im Leben und sowas. Mhm. Und in dem Moment kommt dann die Einblendung in Werbespot, du bist jung, du bist frei, kostenloses Girokonto, ja, hatte ich in meinem Text geschrieben. Und das ist es für mich halt auch, ja. Also ich finde den Versuch und die Absicht total lobenswert. Ich mag sowas, aber ich finde, in dem Fall ist es gescheitert. Es ist lobenswert, aber es ist für mich krachend gescheitert. Ja. Fandest du glatt und teilweise auch sehr aggressiv. Hat es dich gemacht oder wie? Oder? Ja, also auch die Leute, ich habe die Leute als aggressiv empfunden. Ach so, weil die irgendwie so sehr egoistisch waren in ihren Bedürfnissen und in dem Bemühen, das umzusetzen. Ja? Mhm. Wie lautet dein Urteil? Also bei mir leider eher dunkel. Bei mir auch. Dann müssen wir es uns teilen. Oder ich schütte den weg. Dann machen wir 50-50. Wohlbekommst.